Marcel Cianto, was ist für euch Cintilla? Cintilla ist für mich natürlich nicht nur der Arbeitgeber, sondern eigentlich fast wie ein Teil von meinem Leben, weil ich doch mehr als die Hälfte vom Leben bereits hier mit in dieser Unternehmung tätig bin. Ihr habt doch einen relativ grossen Druck mit so einer Frage heute gemerkt. Die Leute haben immer wieder Angst gehabt, was wäre denn, wenn die Cintilla als Tag geht. Er kennt man natürlich im Dorf. Wie geht ihr selber mit dem Druck um? Oder habt ihr gar keinen? Ja, Druck haben alle, aber das ist natürlich nicht ich einzig, sondern wir sind hier ein sehr gut funktionierendes Team zusammen. Wir haben sehr viele gute Mitarbeiter, die motiviert sind, die flexibel sind, die natürlich helfen, die das Erfolgsmodell, das in den letzten 70 Jahren war, weiterzuschreiben. Er sagt so selber, es ist ein Erfolgsmodell. Sei der Stolz, wenn er am Abend heimgeht und der Macher auf die Cintilla schaut. Also ich bin stolz auf die Cintilla, aber ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin stolz auf das, was wir hier machen. Die. Jetzt kommen wir zum Jubiläum, 70 Jahre. Was erwartet ihr in so einem Glas? Ja, mit 70 Jahren werden wir einen größeren Anlass haben. Und zwar im 9. September werden wir den Tag der offenen Tür haben, wo wir, glaube ich, von morgen um 10 Uhr bis Nachmittag um 4 Uhr oder 5 Uhr anschauen können, was wir hier so machen. Und am Abend findet auch noch einen grossen Mitarbeiteranlass statt. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, was dort ihr als Verantwortlicher für den Standort in St. Niklas wünschen für die Zukunft? Also wünschen wir natürlich, dass aus der Region langfristig noch Leute bereit sind, Berufslehrer zu machen, zu Facharbeiter zu werden, Verantwortung zu übernehmen, das weiterzutreiben, was in den letzten Jahren so entstanden ist.